2020 wird ein spannendes Jahr für die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow. Am 2. Januar wird der 150. Geburtstag des Künstlers gefeiert. Aus diesem Anlass lässt die Stiftung die Dauerausstellung im Atelierhaus umgestalten. Finanziell unterstützt wird sie von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der OSPA-Stiftung. Verantwortlich für die Neugestaltung sind Studierende der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar. Die Dauerausstellung ist einfach über 20 Jahre alt und das ist ein Zeitraum, der für eine Dauerausstellung wirklich schon lang bemessen ist, auch wenn der Name Dauerausstellung sagt, dass es ein längerer Zeitraum ist. Die Form, in der die Ausstellung jetzt präsentiert ist, ist einfach weder ästhetisch noch didaktisch das, was man heute in einem Museum erwartet und was man sich wünscht als Besucher. Und deswegen möchten wir gerne versuchen, die Besucher mit ihren Erwartungen auch hier zufriedenzustellen. Im Fokus der Neugestaltung steht der authentische Arbeitsort des Künstlers. Durch originale Ausstellungsgegenstände und moderne Medien sollen die Besucher in die Welt Ernst Barlachs eintauchen können. Der Umbau der Ausstellung im Atelierhaus wird im kommenden Jahr abgeschlossen sein.